Hallo, willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind angekommen auf Mallorca und wir stehen gerade auf unserem Balkon. Und heute ist es noch etwas bewölkt, aber wir haben eigentlich voll den schönen Rundumblick, ne? Wir können einfach die ganzen Berge sehen. Da vorne ist voll blau das Wasser. Doch. Wir sind gerade aufs Zimmer gekommen. Ich muss mal gucken, wie ich das schneide, weil wir gerade unser Zimmer gesehen haben als erstes. Boah, hier riecht es aber richtig lecker. Ich guck mal, ob hier wenigstens vielleicht was Wasser auf dem Zimmer ist. Ja! Hier ist wenigstens Wasser auf dem Zimmer. Hast du gehört? Nicht wie in Amsterdam. Das Wasser. Wenigstens aber nur zwei Flaschen. Schön, das Hotelzimmer. Und ich finde, es riecht total lecker hier. Sieht halt ja, so standardmäßig aus, auf jeden Fall. Huch. Schön, schön. Jetzt gucken wir uns mal das Badezimmer an. Ich sehe das jetzt auch zum ersten Mal. Hast du die Karte nicht reingetan? Nein, haben wir nicht. Schon klar, dass das nicht funktioniert. Also Hotelzimmer ist auf jeden Fall recht klein, aber es genügt auf jeden Fall. Hallo? Oh, Licht geht so. Aber das Bad ist auf jeden Fall schön sauber und ordentlich. Und ich habe so darauf gehofft, dass hier Duschgel ist, weil wir haben nämlich diesmal fast gar nichts mitgenommen. Dusche sieht auch richtig ordentlich aus. Voll gut, ich bin richtig begeistert. Ich wollte gerade sagen, wo ist eigentlich die Toilette, aber ist einfach hier hinter der Tür. Ja, schön. Und da ist direkt das Meer und wir gehen auf jeden Fall gleich mal da runter und müssen was essen. Was ich krass finde, ist, dass man hier direkt die Nachbarn sehen kann. Aber gut, es ist eh nicht so warm, dass wir auf dem Balkon sitzen. Irgendwie ist mein Stativ scheiße eingestellt zum Film. Naja, wir kommen jetzt erstmal an und dann, ja, zeige ich euch mehr. Viel Spaß beim Vlog. Wir sind gerade unten am Meer angekommen. Hier ist es voll schön und wir suchen jetzt erstmal was, wo wir essen können, weil heute ist ja Sonntag und wir haben voll vergessen, dass ja nicht alles offen ist. Dreh mal um. Richtig schön. Ist auch voll angenehm warm, ne? Also es ist zwar windig, aber angenehm. Prost! Cheers! Lecker! Hier ist es auch voll angenehm warm. Manche sind voll dick eingepackt. Ich finde es voll angenehm, ne? Es ist einfach so geil. Es ist einfach. Die Sonne, wenn der. Gerade keine Sonne, ja genau. Keine Wolke. Kein Wind, keine Wolke. Ich hätte vielleicht meine Sonnenbrille mitnehmen sollen. Ich habe jetzt ein bisschen was zu essen bestellt, damit wir nicht so hungrig sind bis zum Mittag. Abend. Dann gibt es Abendessen. Yummy! Foodie, foodie, foodie! Lecker! Ich freue mich gerade richtig aufs Essen, obwohl wir in anderthalb Stunden schon wieder essen können. Ich glaube, ich esse jetzt noch mal einen. Ich esse hier eigentlich voll ungern. Hallo! Wir waren gestern nur noch am Strand. Hinter mir kommt ein Pferd angerannt. Genau, deswegen haben wir uns nicht mehr gemeldet. Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt, das ist gerade windig. Wir sind gerade in Palma mit dem Bus reingefahren. Ich glaube, ich mache jetzt mal Platz. Ich gehe auf die andere Seite. Sorry. Wir sind ein paar Fotos am Machen und haben die Kathedrale gesucht. Und jetzt haben wir sie auch gefunden. Ich habe sie gefunden, da oben. Die Kathedrale, oder? Palma ist richtig schnuckelig. Und überall Pferde. Ich habe richtig Angst vor Pferden und eben kam einfach ein Hund und hat das Pferd voll angebellt. Ich habe mich voll erschrocken. Ich hatte voll Angst, dass es dann auf uns springt. Ich dachte, das war voll still. Ich drehe mal um, weil wir jetzt da sind. Richtig schön. Hallo. Ja, gerade voll schön. Alex sieht aus so Mutti. Wir sind gerade an der Kathedrale angekommen. Da. Jetzt gerade kommt richtig schöne Sonne raus. Die werden wir jetzt auch mal, glaube ich, ein bisschen genießen, weil es ist heute nicht so sonnig. Nur ein bisschen. Ich
hoffe, ich halte nicht das Mikro zu, weil ich habe gerade mein Stativ nicht zur Hand. Ja, wir haben jetzt richtig viele Fotos gemacht, mal ein bisschen die große Kamera noch ausprobiert, mal ein bisschen, also eigentlich nur Alex, weil ich verstehe es immer noch nicht. Mir sagen die Zahlen irgendwie alles nichts. Ja, und das Wasser sieht gerade, oh nee, doch, durch meine Brille sieht es voll blau aus. Ja, vielleicht gehen wir gleich noch irgendwie was trinken oder so. Und dann schauen wir mal. Heute Nachmittag soll es noch mal sonnig sein. Ich denke mal, dann werden wir uns an den Strand legen. Da kommt ein Pferd angesaut. Wisst ihr, also ich bin ja so ein Mensch, ich habe halt extrem Panik und oh Gott, das ist für mich gerade richtig Überwindung. Mir ist eine Fliege in die Fresse geflogen. Okay, für mich war das jetzt gerade ein sehr schlimmer Moment, mein Schuss. Wir sind zurück aus Palma und waren jetzt gerade bei Mercadona. Jetzt gerade sind wir auf dem Zimmer zurück und packen den Rucksack um, weil es ist einfach so warm geworden. Es ist gerade richtig schön wolkenfrei, wolkenlos. Und ich zeige euch mal, was wir eingekauft haben. Wie gesagt, hier ist ein Supermarkt in die Ecke. Der heißt Mercadona und da waren wir jetzt gerade. Ich zeige euch das jetzt mal. Wir haben einfach 16 Euro für die ganzen Sachen bezahlt. Wir haben eine große Packung Chips geholt, weil wir die mit hier diesen Bocadillas oder wie die ausgesprochen werden. Ah nee, Bocaronis, sorry, ich habe das verwechselt. Diese kleinen Fische, dann haben wir noch Aioli geholt. Dann haben wir hier so eine Packung, ja so ein Käse, der ist echt lecker. Der hat auch nur 2 Euro gekostet. Geholt, der ist schon in Stücke, weil wir sind ja gleich, wir haben ja hier kein Messer und kein gar nichts. Genau, ein Baguette, dann habe ich eine Riesenpackung, also das ist jetzt nicht die ganze Packung Magdalenas geholt. Das gehört für mich einfach zu jedem Einkauf dazu hier, zu jedem Urlaub meine ich, in Spanien. Habe ich als Kind schon immer gegessen. Habe ich hier noch solche geholt mit Käse. Die kann man mal so mit zum Strand nehmen oder auch auf dem Flug jetzt am Donnerstag. Dann hat Alex sich so eine große Packung Pistazien geholt. Die sind bei uns voll teuer. Die waren eigentlich recht günstig. Die waren das teuerste vom ganzen Einkauf, außer das Bier noch. Das war ein bisschen teurer. Genau, dann haben wir noch richtig viel Shandy geholt. Ich bin ein bisschen traurig, weil das ist eigentlich nicht das originale Shandy. Das gibt es eigentlich bei Mercadona in Glasflaschen, nur irgendwie haben wir es nicht gefunden. Da stand nichts bei den Glasbieren. Deswegen haben wir jetzt einfach das in Dosen mitgenommen. Ja, und das war's. Und dafür haben wir ja 16 Euro bezahlt. Das ist so wenig. Und ich packe das jetzt ein. Ich habe mir noch ein Pullover hier drin eingepackt, für wenn es heute Abend ganz kalt wird und wir dann noch irgendwie am Beach sind. Genau. Und dann gehen wir zum Strand. Ich weiß nicht, ob man mich verstehen kann wegen des Windes, aber wir sind jetzt am Beach angekommen und wir machen jetzt hier das ganze Essen auf. Ich zeige euch mal, was wir geholt haben, aber ich habe euch das eigentlich gerade schon auf dem Zimmer gezeigt. Ich habe jetzt erstmal das Shandy aufgemacht. Prösterchen! Müsst ihr mal probieren. Wenn ihr das Originale findet, dann oh, am besten das Originale. Das ist so ein Radler, aber irgendwie total lecker. I'm so happy. Peace. Hello. Wir gehen jetzt. Meine Haare sehen aber richtig schlimm aus. Ich habe mir die so schnell zusammengebunden, um mein T-Shirt klebt. Um mich einzucremen. Huch. Wir gehen jetzt runter an den Pool und ich nehme euch mit. Wir waren heute Morgen schon spazieren. Ich mache meine Haare wieder auf. Ich nehme auf jeden Fall den Haargummi mit, weil es ist richtig warm. Ja, wir gehen runter an den Pool und sonnen uns. Wir haben uns jetzt auch hier auf dem Zimmer mal direkt komplett eingecremt, weil ich habe schon Sonnenbrand bekommen von gestern. Dumm gelaufen. Yes. Ich freue mich. I'm so
bin ein bisschen traurig, weil hier riecht es eigentlich immer voll lecker nach. Ja, das sind, glaube ich, Pinienbäume oder. Jedenfalls riecht es immer richtig lecker nach Nadel. Wie nennt man das? Nadelbäume einfach? Ja. So riecht es immer bei meiner Tante, wo ich früher Urlaub gemacht habe. Weil da auch so viele stehen. Und hier ist einfach so ein großer Wald. Park, Wald, keine Ahnung. Und gestern hatte ich zeitweise die Nase ein bisschen offen und habe das auf einmal voll gerochen. Ich dachte mir, oh Gott, hier riecht es voll gut. Und ich dachte, es wird irgendwie besser, aber es ist irgendwie schlimmer geworden. Und jetzt rieche ich das gar nicht mehr. Dabei finde ich, machen Gerüche manchmal voll viel aus, wenn man so in der Umgebung irgendwas wahrnimmt. Dann hat man manchmal so Erinnerungen an irgendwas. Aber ich rieche nichts. Ich rieche nicht mal die Sonnencreme. Voll ätzend. Beste. Das hier, ne? Sollen wir zwei nehmen? Ja, ich habe zwei. Ja. Direkt zwei nehmen. So, wir machen das uns jetzt auf dem Balkon bequem. Hier ist es etwas frischer. Deswegen werde ich mir jetzt was anziehen, aber das ist einfach das aller leckerste. Lecker. Die Chips dafür fehlen. Genau, wir haben uns nämlich sagen lassen, beziehungsweise wir haben es das letzte Mal so gegessen. Genau, und guck mal, wie süß. Wir haben einfach jetzt jeden Tag Schokolade aufs Zimmer bekommen. Heute Mars, gestern Twix. Ich habe meinen Twix noch nicht gegessen, das esse ich vielleicht zum Nachtisch. Genau. Lecker. Hoffentlich fliegt das hier nicht weg. Wir sind gerade wieder in Palma. Heute Morgen hat es die ganze Zeit geregnet und diese Nacht hat es auch gewittert. Aber jetzt sind wir nach Palma reingekommen und wir wollten gerne ein Eis essen. Und wir sind voll warm eingepackt, obwohl es richtig warm ist, ne? Ja, doch. Mittlerweile zieht also eigentlich war es die Sonne auch. Aber jetzt ist voll die Sonne rausgekommen. Ah ja. Ich bin halt für nichts zu gebrauchen, weil ich voll krank bin. Und ich fühle das einfach, dass die letzten Tage schon wieder viel zu viel war. Aber machen. Wir schneiden ein bisschen durch die Stadt und essen jetzt gleich ein Eis. Vielleicht legen wir uns später noch mal im Pool, oder? Auf jeden Fall, wenn es so bleibt. Das ist spät. Wir sitzen jetzt viel zu warm eingepackt einfach am Strand. Wir sind gerade aus dem Bus ausgestiegen, haben uns ins nächstbeste Restaurant gesetzt, weil wir Hunger haben. Das ist mega süß, ja. Und schön, weil ich kann euch mal zeigen, worauf wir gerade gucken. Auf strahlend blauen Himmel. Also ich glaube, schöner geht nicht. Direkt an der Promenade ist das hier. Und ich weiß nicht, wer dieses Wetter bestellt hat, aber es war auf jeden Fall nicht so vorausgesagt. Also beim nächsten Mal lassen wir uns auf jeden Fall nicht verunsichern, wenn morgens schlechtes Wetter vorausgesagt ist, weil scheinbar kann man da gar nicht drauf vertrauen. Wir werden jetzt ein bisschen was essen und dann gehen wir an den Pool und entkleiden uns mal aus unseren warmen Klamotten. Yummy! Where's your food? Ach Mensch. So schön gerade. Wir sind schon wieder auf dem Zimmer. Denn ja, wir haben das beste Wetter jetzt auf einmal. Schon fast weniger bewölkt als gestern. Total komisch. Also war gar nicht so vorausgesagt. Also Punkt Nummer, keine Ahnung wie viel. Merke dir. Gib einen Scheiß auf die Wetter-Apps, die sagen nämlich irgendwie alle was anderes und alle sagen nicht dieses Wetter voraus. Ich zeig euch mal. Es ist einfach so blauer Himmel und ich zeig euch jetzt mal den Blick aufs Meer. Genau, aber da gehen wir jetzt gar nicht hin, denn wir gehen jetzt wieder an den Pool und ich lasse die Kamera aber jetzt hier, weil da kann ich eh nicht filmen. Das ist nämlich richtig voll und ich kann euch eh nicht viel zeigen, weil wir liegen nur in der Sonne. Dann melde ich mich, denke ich, heute Abend einfach wieder. Bis später. Ich bin krass stolz auf meine Zeitrafferaufnahme. Ich fand die wirklich sehr gelungen. Ja, ich zeige euch kurz, was ich anhab. Ich wurde so richtig oft gefragt, woher ich meine Schuhe habe. Die sind von ASOS, die habe ich sogar im letzten Vlog getragen und ich habe es sogar auf Insta erwähnt, aber dann
haben das wahrscheinlich einige nicht gesehen. Die haben nur 18 Euro gekostet. Ja, und dieses Kleid hier von H&M ist einfach so praktisch, weil ich hatte das auf dem Flug an als Tunika. Sieht, finde ich, auch dann echt lässig aus auf eine Hose. Und man kann es genauso gut an Strand anziehen. Und man kann es aber auch abends, wie ich jetzt an habe, halt so lässig anziehen. Oder auch schick anziehen. Also richtig, richtig vielfältig. Das ist richtig perfekt, wenn man nur zwei kleine Handgepäckskoffer mitnehmen kann. Genau. Und ich hoffe, ich bin jetzt warm genug angezogen und jetzt gehen wir. Meine Füße sehen jetzt schon wieder richtig schön braun aus. I love it. I love brown Füße. Bis morgen. Ciao. Guten Morgen. Wir waren halt schon richtig früh wach, denn wir mussten unser Auto, was wir jetzt für heute den Tag gemietet haben, an der Rezeption abholen, beziehungsweise da die Formalitäten, wie heißt das? Klären. Erledigen, genau. Und jetzt räume ich schnell unser Zimmer auf. Ich muss noch schnell duschen, denn meine Haare, das ist ein bisschen blöd, bis heute Abend so fettig zu lassen. Ja, ich dusche schnell und wir packen den Koffer und in der Zeit laden wir auch den Kameraakku, deswegen werde ich nicht filmen. Ja, und dann düsen wir los, flitzen wir los. Hast du dieses Ding, was wir bekommen haben für das Auto? Diese Landkarte? Zum Auto. Achso. Ja, wir suchen uns da noch eine Route aus und warten vielleicht auch noch ein bisschen auf schönes Wetter. Aber heute war eigentlich gut vorausgesagt und momentan sieht es noch nicht so gut aus. Aber es wird schon. Bis später. Wir fahren gerade zum Cap de Formentor. Wir fahren jetzt zwar 1 Stunde 20, aber wir wollten das unbedingt sehen und wir haben ganz früh, also wir haben erst 10:30 und wir haben den ganzen Tag das Auto bis 20 Uhr. Wir müssen ja auch erst bis kurz nach sieben den Bus zum Flughafen nehmen. Genau, wir fahren lieber ein bisschen früher zum Flughafen. Und das Wetter ist ja noch nicht so aufgezogen wie gestern, deswegen geben wir dem Ganzen jetzt mal ein bisschen Zeit und ja, ich freue mich sehr, jetzt noch ein bisschen mehr von der Insel zu sehen. Das Glück ist gerade nicht mit uns. Ich meine, es ist nicht schlimm, alles gut, aber wir haben einfach eine riesen Fahrradgruppe vor uns. Und die Straße ist so schmal. Also ich glaube, hier kann wirklich nur ein Auto eigentlich so gefühlt fahren. Und wir können ihn nicht überholen. Ich zeige euch das mal. Das ist nicht möglich. Vor allem kommen hier unten kommen die ganze Zeit voll die Fahrräder rausgeschossen aus den Kurven. Und es ist halt sehr unübersichtlich. Vielleicht kommt gleich noch mal ein gerades Stück, dann können wir ihn noch mal überholen. Aber Alex sagte selber schon, das ist so eng, er würde gar nicht schneller fahren. Boah, voll die Fahrradparty, Alter. Einfach so viele Leute. Ich fühle mich, als wären wir auf dem Fahrradweg. Das einzig Gute ist, hinter uns ist noch ein Auto. Ich habe nämlich eben schon ein schlechtes Gewissen. Oh, hier sieht es gerade voll geil aus, wie am Strand. Ich habe gerade schon ein schlechtes Gewissen bekommen, dass wir hier mit dem Auto hochgefahren sind. Weil ich dachte so, dürfen wir überhaupt? Schaut mal, oh mein Gott, wie schön. Was ist das? Einfach eine Bucht, da sind sogar Menschen. Der war, glaube ich, ausgeschildert. Wie schön ist das? Wir sind gerade angekommen und ich sehe aus wie Scheiße, aber ich musste erstmal einen Zopf machen. Ich konnte nichts sehen, ich musste mir einfach eine Hose anziehen, weil mein Kleid ist einfach in alle Richtungen hochgeflogen. Richtig Glück mit dem Parkplatz. Ja, wir haben richtig Glück. Wir haben auch den letzten Parkplatz bzw. den letzten Platz, wo man sich hätte hinstellen können, gekriegt. Hier ist einfach alles voll. Die Leute kommen nicht mehr hoch. Ich komme nicht mehr zurück. Und jetzt gehen wir mal hier hoch und dann gehen wir gleich, glaube ich, auf diese eine Plattform, wo wir auch Leute gesehen haben. Aussicht ist auf jeden Fall krass. Wenn wir jetzt hier gleich noch über den Haufen gefahren werden. Oh, oh Gott, ey, die fahren einfach alle. Ich möchte das mal rein, ey. Nicht normal.
nicht normal. Für 2 Minuten umzustehen. Also ich finde, dafür lohnt sich die Aussicht wirklich überhaupt nicht. Also da klettern wir jetzt lieber gleich auf diese eine Aussicht, da, die wir gesehen haben. Also es geht jetzt hier immer so weiter. Die Leute stehen hier einfach alle und die kommen nicht auf diesen Berg drauf. Ich sag euch das. Hier, der Ausblick ist schöner als eben auf dem Cap de Formentera, finde ich. Also ich glaube, weiter gehe ich auch nicht, dafür habe ich nicht die richtigen Schuhe an. Man kann gleich bis runter an den Strand gehen. Keine Pause nach dem anstrengenden Wandern, oder? Mhm. Lecker! Na, wir haben noch den Rest mitgenommen, was wir noch so auf dem Hotelzimmer hatten. Ist gleich noch ein paar Magdalenas. Aber ich denke mal, irgendwo werden wir heute Mittag auch essen, ja, oder? Ich glaube, ohne Wind wäre das Wasser vielleicht ein bisschen blau, aber mit Wind nicht so. Ja. Geil. Ist arschkalt. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Wie würdest du es in einem Satz beschreiben? Pech gehabt. Keine Ahnung. Also, ist echt so. Scheinbar irgendwie den falschen Abschnitt geraten. Ja, ich weiß, ich glaube nicht mal, dass wir den falschen Abschnitt bekommen haben, aber dadurch, dass es heute so windig ist oder generell um die Zeit noch nicht so ein ruhiges Wasser ist, war, ja, wie ihr gesehen habt, das Wasser jetzt nicht karibisch blau. Es war schön, keine Frage, dass der Strandabschnitt, also halt einfach Natur belassen, was wir ja auch wussten. Jetzt haben wir 10 Euro für so ein Parkticket hier bezahlt und das wurde dann angerechnet, wenn man hier im Restaurant was isst. Wir stehen wohl auf dem Parkplatz von einem Restaurant. Ja, im Restaurant angekommen, erstmal Pipi gemacht, deswegen konnten wir uns dann irgendwie auch nicht mehr so rausretten aus der Sache von wegen, dass wir da was essen. Das Essen war nämlich sauteuer. Mhm. Alex hatte einfach 5 Scheiben Tomaten mit ein bisschen Thunfisch und Zwiebeln drauf. Was hat das gekostet? 13,90 €. Ich hatte Spaghetti, die waren einfach innerhalb von 5 Minuten, allerhöchstens 5 Minuten, fertig. Oh Mann, ich krieg mich nicht angeschnallt. Und sorry, aber wer kann bitte Spaghetti-Nudeln innerhalb von 5 Minuten frisch kochen? Dass die so sehr nicht frisch gemacht, ist keine Frage. Aber Spaghettis, die waren wahrscheinlich in der Mikrowelle aufgewärmt. Oh Mann, jetzt haben wir da 33 Euro gelassen. Beziehungsweise 35. Für nix und wieder nix. Für nicht mal einen schönen Strand. Jetzt fahren wir wieder an Ballermann 6. 11. Ich dachte, wir parken Ballermann 6. Und machen. Ja, wir parken an Ballermann 6. Dann gehen wir noch einen Cocktail im Bierkönig trinken. Dann fahren wir nach Hause. Schade. Oh, das ist voll ernüchternd. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Schade. Gibt schon auch Sachen, die man im April hier noch nicht so gut machen kann. So, wir sind jetzt am guten alten Ballermann 6. Wir sind jetzt auf jeden Fall wieder bei uns da in der Ecke und gehen jetzt am Beach. Bisschen entspannen noch und ich möchte gerne ein Eis essen. Alex möchte ein bisschen Bierchen trinken. Gehen wir uns noch ein bisschen bewegen, weil wir saßen jetzt wirklich den ganzen Tag im Auto. Ja. Und dann muss ich ja gleich das Auto abgeben und dann fahren wir zum Flughafen. Ich freue mich aber auf zu Hause. Ich freue mich sehr auf mein gemütliches Bett. Ne? Ja, das stimmt. Ja.